Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 24. Januar 2022. Ja, vorab sei, wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. Und falls ihr in eine Aktie investieren möchtet, dann informiert euch bitte immer selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder Sonstiges benötigt. Ja, eine neue Woche, ein Monat nach Heiligabend jetzt. Wahnsinn, wie schnell der erste Monat auch wieder vergangen ist. Wir sind fast an dem Tag angelangt, wo vor einem Jahr das Ganze mit den Meme-Aktien passiert ist. GameStop, AMC und Co. Das ist alles ein Jahr her, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, aber jetzt stehen wir hier. Wir sehen, dass viele Werte heute extrem abgerutscht sind. Ich denke, der Titel wird auch irgendwas heißen, der schlechteste Tag an der Börse, denn ich hatte das Video eben schon mal aufgenommen und es hat leider wieder nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, was mit meinem iPhone momentan los ist, aber ich stand hier bei einem Minus von circa, ja, 430 Euro waren es, meine ich. 4,96% im Minus. Ich dachte nur so, oh mein Gott, was geht jetzt ab? Jetzt gerade hat es sich erholt, ein wenig, auf jeden Fall im positiven Bereich, 0,53% im Plus, 45 Euro, es steigt gerade auch weiterhin an. Ja, wenn man hier mal so drüber guckt, viele Werte haben sich erholt. Es sah, wie gesagt, heute Nachmittag ganz anders aus und wir gucken uns einfach mal an, wie sich die Werte so entwickelt haben. Ja, BioNTech, mein kleines Problemkind, könnte man fast schon sagen, war hier teilweise auch unter den 120 Euro, meine ich. Also echt schon heftig. Jetzt gerade ein kleines Plus von 2,89% zum Abend hin. Nichtsdestotrotz, wir sehen es hier bei der Gesamtperformance, immer noch über 50% hier natürlich im Minus, was echt nicht gut ist. 18% macht das von meinem Gesamtdepot aus und viele schreiben ja, dass das viel zu viel sei. Ja, das ist wohl auch so. Ich persönlich halte es aber trotzdem nach wie vor für logisch, eigentlich hier nachzukaufen, um dann so einen geringeren Buy-in zu haben. Weiß aber noch nicht genau, wann ich nachkaufe. Das Geld muss ja auch erstmal her. Das ist ja immer die Sache, hatte ich ja heute im Community-Tab auch schon was zu verfasst. Man möchte nachkaufen und dann hat man leider kein Geld. Ja, so ist halt die bittere Realität, aber naja, vielleicht im nächsten Monat irgendwann. Tesla hier noch ein kleines Minus, 1%, aber steigt gerade auch weiterhin an, insgesamt hier fast 60% im Plus. Ja, LVMH immer noch im Minus, haben sich aber auch von heute Nachmittag schon ein wenig erholt, 2,18% hier im Minus und insgesamt hier auch 6,7%. Ja, dann Okta ist auch wieder ganz gut gelaufen, also natürlich auch hier nachmittags richtig abgesunken, jetzt gerade 4,26%, insgesamt hier aber auch noch 22,71% im Minus. Lockheed Martin haben wir hier, die sind, ja, 1% jetzt doch im Plus, sind auch rasant gestiegen, insgesamt hier 12,3%, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich freue mich auf die nächste Dividende, die fällt ja auch immer sehr gut aus. Wir sehen hier die Dividendenrendite 2,99%, nimmt man natürlich gerne mit. Ja, dann als nächstes eine Aktie, das hat mich sehr gewundert, Unilever, hatte ich ja letzte Woche erst 10 Anteile gekauft und heute einen Bombentag gehabt, also auch nachmittags gar nicht irgendwie großartig gesunken oder so. Wir sehen es hier, 15.30 Uhr. Nichts passiert. Super. 7,65% auf den heutigen Tag. 3,33 Euro plus gemacht. Ja, und insgesamt jetzt hier 5% im Plus. Also ich kann mich nicht beschweren. Freue mich. Und auch hier gibt es bald die Dividende, meine ich. Bin mir nicht mehr genau sicher. Oder kommt die erst im April? Hab's gerade nicht im Kopf. Aber ja, auf jeden Fall auch ein Dividendenzahler in meinem Depot. Die Allianz, ja, 0,48% Minus gemacht. 1 Euro ist noch zu verkraften, denke ich. Hier war es auch schon deutlich schlechter heute bei minus 2,62, aber insgesamt hier noch 13,5%.
8,05% im Plus. Als nächstes British American Tobacco ist ganz gut angestiegen tatsächlich. Ja, dann hier auch ein bisschen gesunken, aber nichtsdestotrotz nicht viel im Minus gewesen, 0,27%. Insgesamt ja auch 17,43% im Plus. Dann haben wir Fiverr, ja, fast unter 60 Euro gewesen, auch extrem gesunken. 11,75% waren sie zeitweise heute im Minus. Und ja, jetzt haben sie sich gerade wieder so erholt, gerade so bei plus minus null. Insgesamt bin ich aber auch hier fast 50% noch im Minus leider. Fate Therapeutics hat sich auch extrem gut erholt, waren hier auch echt gut im Minus mit über 7%. Jetzt gerade über 7% im Plus, also so schnell kann es gehen. Hier aber auch 40% insgesamt noch im Minus. Dann haben wir Carnival. Ja, haben sich noch nicht richtig erholt von heute Nachmittag, aber immerhin nur ein kleines Minus von 1,42%. Insgesamt bin ich hier 17,67% im Minus. Dann haben wir hier Meta-Plattforms. Ja, Meta-Plattforms auch jetzt wieder im positiven Bereich, fast 2% und insgesamt hier 1,57% noch im Minus. Dann haben wir als nächstes Nel Azar, auch eigentlich den ganzen Tag fast nur im Minus gewesen, heute Morgen kurz im Plus. Ja, insgesamt heute 3% und hier bin ich insgesamt mit 4,3% im Minus. Dann als nächstes Walt Disney, ein kleines Plus, aber auch nicht wirklich viel passiert. Hier fast 20% noch im Minus, ist auch echt heftig. Beko Group war auch echt heftig, hat sich auch noch gar nicht erholt, über 10% immer noch im Minus. Hier waren sie zeitweise 14,12, ist natürlich echt krass, unter 20 Euro auf jeden Fall gefallen. Und ja, hier auch mittlerweile fast 50% im Minus. Visa, ja, nicht so viel passiert, 6%, beziehungsweise sieht ähnlich aus wie die anderen Aktien. Dann haben wir noch Zalando, die haben sich gerade auch erholt, plus minus 0 und hier 24% im Minus. Dann Novo Nordisk, ja, kommen auch weiter in den positiven Bereich, vielleicht schaffen sie es noch. Hier bin ich 1,84 insgesamt im Minus. Dann haben wir hier als nächstes Redfin, da bin ich jetzt auch, oder auf den heutigen Tag betrachtet, auch ein kleines Plus und hier fast 42% noch im Minus. BlackRock, ja, 12% insgesamt im Minus, heute auch ein kleines Minus gemacht. Dann haben wir Adobe, sie sind super angestiegen gerade noch, also haben mich auch gewundert. 4,31, insgesamt hier aber auch noch 13,4%. Und zu guter Letzt Sylvania Platinum, 5% heute im Minus, macht 6 Cent aus und insgesamt bin ich hier fast 2 Euro Minus, also 5,15%. Ja, das war's von meinem Depot, also wie gesagt noch im Plus, aber heute auf jeden Fall einer der schlechtesten Tage gewesen mit diesem Minus. Naja, man darf auf jeden Fall nicht mit Emotionen rangehen. Kann ich euch nur als Tipp geben. Das war bei mir im letzten Jahr so und daraus lernt man auf jeden Fall. Denkt dran, dass immer auch bessere Zeiten kommen werden. Man weiß nicht wann, aber nach dem Regen kommt immer die Sonne. Und in dem Sinne, ja, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Würde mich extrem freuen. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann.